Viennale, Berlinale, Filminale. Filminale. Oscarnale. Kaninale. Was diese ganzen Filmfestivals gemeinsam haben, wir sind nicht dabei. Das wollen wir heute ändern. Willkommen zum Tim Turbo Filmfestival. Alle Leute reichen immer ihre aufwendigen Filme ein, wo sie Jahre daran drehen. Was für eine Zeitverschwendung. Wir zeigen, dass es viel effizienter möglich ist, den perfekten Festivalfilm zu machen. Fürs Drehbuch nehmen wir 5 Minuten. Ja. Dann filmen wir 30 Minuten. Ja. Dann schneiden wir 25 Minuten. Ja. Und dann das Wichtigste, wir blasen uns 5 Minuten lang Zucker in den Arsch, wie toll wir sind, weil wir einen sehr wichtigen Film gemacht haben. Ja, das ist der wichtigste Teil vom Filmemachen. Das ist das Geheimnis jedes Filmemachers. Das beschreibt unser Budget für den Kanal prinzipiell sehr gut. Super Budget. Spar, bitte sponsert uns. Wir haben eure ganze Merch-Linie haben wir hier. Ist alles passend zusammen. Hallo Patrick, wie geht's dir? Gut. Wollt ihr nicht einen Film drehen? 3, 2, 1, los! Oh Gott, man muss rausgehen, damit das ein cooler Übergang wird. Willkommen im Writers Room. Hier entsteht wahre Kunst. Ein leerer Canvas ist alles, was ein Künstler braucht, um aus nichts einen erfolgreichen Film zu spinnen. Alexa, Timer auf 5 Minuten. 5 Minuten ab jetzt. Wunderbar, und wir los. Wir brauchen einen Akt erst. Ich bin für den Titel Hitze aus Süden. Ich habe eher was an Schneeflocken gedacht. Die wehenden Schneeflocken des Südens oder so. Schneeflocken in der Hitze. Hitze in der Schneeflocken. Endige Schneeflocken. Hitzeflocken. Hitzeflocken des Südens. Wir brauchen Akt 3 1. Charaktere. Wir brauchen Bereiche. Polizisten. Ich muss ein Polizisten. Ich stehe den Polizisten. Ich finde, der Polizist sollte aber klein sein, so richtig 5 cm klein. 5 cm großer Polizist. Ich weiß nicht, was du damit meinst. Was kommt gut an bei einem Festival? Was kommt gut an bei einem Festival? Ist viel wichtiger als die Motivation. Er ist Rassist und will keiner mehr sein, irgend sowas. Er will ist Rassist. Ein rassistischer Petzpolizist, der 5 cm klein ist. Nein, er war groß und erst als er klein geworden ist, hat er gemerkt, wie es ist, diskriminiert zu werden. Ich spiele den Polizist, wie er groß war, er spielt ihn, wie er klein war. Ja, und erst als er klein wird, merkt er, wie es ist, diskriminiert zu werden für seine Größe. Warum wird er so klein? Was ist der Ursprung? Weißt du, dein Charakter. Bin ich so ein. Eine Allegorie für Hass. Ich bin irgend so ein magischer Cookie-Verkäufer. Das sind wir mich, wie ich arrogant bin, dann wie er klein ist und plötzlich ist die Umwelt scheiße zu ihm und dann was ist die Lektion dann? Aber ich verkaufe ihm einen Cookie. Warum? Oder warum will er den Cookie? Weil er hat alles, er ist schön, er ist groß. Er wollte einen Hasch-Cookie kaufen. Naja, nein, es ist einfach nur. Er macht Investment in Drogen, also nicht Investment, okay. Er Investigation und muss Drogen nehmen, weil er eine andere Körperoperation ist. Muss Drogen nehmen, um reinzupassen in die Mafia. Weihnachtsmann-Mafia. Aber es gibt. Okay. Und ich möchte ihm eine Lektion erteilen. Das ist meine Motivation, warum ich ihm den Cookie verkaufe. Was ist denn die Moral? Die Moral ist, Rassismus ist nicht gut. Das ist der Nummer 1 Festival. Racism is bad. Man muss mal als kleiner Mann in eine Vagina reinkreuzen, wie in dem einen Alter. Das ist ein anderer Film. Wir haben keine Zeit für so einen Scheißdreck. Stimmt, sorry. Wo endet dieser Charakter am Schluss dann? Er wird wieder groß und hat jetzt eine Lektion gelernt und nutzt seine Größe für Gutes. Er wird groß, aber so teufelsfluchartig, er wird ein großer Cookie. Nein. Interessanter Vorschlag. Und er sieht dann einen Cookie und sagt, nein, den brauche ich nicht mehr. Ja. Superschön. Und nachher geht er in den Sonnenuntergang und er spielt irgendeine schöne Musik. Das ist unser Film. Aber wir haben noch keinen Film, wir haben noch kein Post-it verwendet. Das ist richtig. Nice. Okay. Auf ein gelungenes Skript. Super. Perfekt. Wunderbar. Dann auf zur nächsten Phase. Drehen wir dieses. So schaut Genie aus. Alexa, Timer auf. 30 Minuten. Zur Effizienz wegen muss Petz vielleicht das Voice-Over machen für Georg. Wir haben nicht Zeit, um das nachher aufzunehmen noch. Du musst emotional in dem Moment drin sein. Es ist gerade der harte Tag, der hinter dir gegangen ist. Du hast irgendeinen Mordfall gehabt, whatever the fuck. Und du willst einfach nur deine Drogen. Verstehst? Und bitte. Was für ein Tag. Nach 25 Jahren im Diensteinsatz habe ich noch nie so einen argen Fall gesehen. Und einem okay. Sag vielleicht nicht sondern, ja, aber ich dachte, das wird der Rassist sein. Wo ist mein Getränk? Ich muss Method Acting. Alexa, wie viel Zeit ist noch am Timer? Du hast 24 Minuten verbleibend. Alexa, Stella, du bist gerade rausgegangen, du willst deiner Drogensucht nachgehen. Das heißt, du musst jetzt nicht Voice-Over machen, würde ich sagen. Oh, danke, meine Nichte. Wir brauchen außerdem noch Cookies. Wo sind die Cookies? Habt sie. Hitzeflocken des Südens, Szene 2. Du kommst von hier. Du kommst von Bühne aus Seite, von da, von da
Filmemacher-Benzin. Oh, guten Tag, mein werter Herr. Ich erkenne eine leidende Seele, wenn ich sie sehe. Du hast 16 Minuten verbleibend auf deinem 25. Locker! Minuten. Kostümwechsel, weil die geschrumpfte Version vom Kopf ist der Petz. Georg ist abgedreht. Nein, das machen wir am Ende nochmal. Nein, verpiss dich, Georg! Raus hier! Der muss irgendwie, während er klein geschrumpft ist, jetzt die Moral lernen, dass Rassismus nicht gut ist. Ja. Wird er diskriminiert von Ratten, die um ihn sind? Also er kommt, weil er so klein ist, an Ratten? Zum Beispiel. Hat jemand eine bessere Idee? Frag mal so. Nope. Ich habe absolut gar keine Idee, weil ich bin Schauspieler und ich werde hier nicht bezahlt, um Unterschied zu machen. Dann nehmen wir die Rattenidee. Und Schrumpf. Ah! Nein, falsch. Noch einmal. Du musst ein bisschen, zuerst so bleiben. Er darf nicht schrumpfen, das wäre ich. Er muss wachsen. Ich weiß schon, was ich mache im Schnitt. Mein Gott, ich bin klein. Wir nehmen uns 30 Sekunden, die Filmmusik selbst zu schreiben. Ich mag ihn. Du hast 10 Minuten. Mein Platz ist unten in der Kanalisation bei den Ratten. Denn ich bin selber eine Ratte. Du hast 6 Minuten. Okay, jetzt ist es 6 Minuten. Halbe Stunde. Ich grüße euch, Ratten. Von oben komme ich her. Einst war ich ein Mensch, wie so viele andere auch. Ich dachte, ich gehöre zu euch! Du hast 4 Minuten und 10 Sekunden. Okay. Wir müssen dann die letzte Szene. Lieber Cookie-Mann, was habe ich dir nur angetan? Ich wollte einen Rat von dir, aber ich bin klein. Spiel das Lied, das aus deinem Herzen kommt. Und du wirst deine Lektion lernen und ein Happy End finden. Ich spiele die Melodie, die aus meinem Herzen kommt. Du hast 30 Sekunden. Scheiße, schnell! Nein, scheiße, das geht sich nicht aus, das Hemd. Ja? Okay, klatsch schnell. Nein, nicht klatsch schnell. Okay, du bist groß geworden, du bist kein Rassist mehr, freust dich, du hast deine Lektion gelernt. Action! Oh Gott, ich bin kein Rassist mehr! Stolz sein. Und Drehschluss! Jesus Christ! Gibt's noch Cookies? Es gibt Cookies im Kübel, ja. Aber sobald wir uns stille sein, das Einzige, was ich sage, ist eine Zahl, die ich schätze. Lass mal deine beiden Finger, wenn ich sage 3, dann hast du verloren, weil ich 3 richtig geschätzt habe. Boah, ist langweilig. Gut, dann filmen wir halt nicht beim Schneiden. Ich könnte ja so oder so trinken, ich verstehe nicht den Sinn von einem Trinkspiel, wenn es darum geht, dass man einfach trinken will. Timer auf 25 Minuten. Das Schöne an diesem Part ist, dass Patrick und ich nichts machen müssen, weil wir andere Talente haben. Der Schnitt ist sowieso eigentlich nicht wichtig und ich glaube, das Schauspiel ist das Wichtigste. Nein, hör auf! Hast du jetzt irgendwas gelöscht mit dem scheiß Mikrofon? Ja, Alexa hat gerade erst geläutet. Das war nicht gefaked. Okay, empfehle ich gegen... Alexa, ruhig, du Snitch, verdammt nochmal. Okay, du Snitch, verdammte, empfehle ich Snitch. Alexa, Snitch. Aus! Was für ein harter Tag. Man hat es echt nicht leicht als rassistischer Cop in Wien. Nach den ganzen Menschenrechtskonventionen kann ich meiner Arbeit nicht mehr so nachgehen wie vor 25 Jahren, als ich mit dem Dienst angefangen habe. Ich brauche einen kühlen Schluck Bier, um darüber hinwegzukommen. Ich erinnere mich an meine gescheiterte Ehe. Mir reicht das Bier nicht. Es muss mehr sein, aber es ist zu wenig. Es hilft nicht. Ich muss raus und mir Neues besorgen. Oh. Guten Tag, mein werter Herr. Ich habe das Gefühl, Sie suchen nach etwas Speziellem, das Ihrem Gemüt auf die Sprünge helfen kann. Verzeihen, wer sind Sie und... Mein Name ist irrelevant. Was wichtig ist, ist, was ich Ihnen anzubieten habe. Dies hier wird Ihnen helfen, eine Die Beschreibung ist mir egal. Löscht es meine Schmerzen aus? Ihre Schmerzen werden ein Ende finden. Sie sind es gewohnt, in Ihrem Leben das Privileg zu haben, groß zu sein. Ja. Aber gleichzeitig, ironischerweise, diskriminieren Sie andere, weil Sie anders sind. Sie werden gelehrt werden. Woher wissen Sie das? Sie werden aber den Schmerz lernen. Woher wissen Sie das? Oh Gott, verdammt nochmal. Nimm einfach den Cookie, lass mich in Ruhe. Gott, David.
Ich bin klein. Wo ist dieser Keksmann? Oh Gott, ich bin klein. Ich kann nie wieder zurück zu meiner Familie, von der ich geschieden bin. Es gibt nur noch einen Ort, wo ich hin kann. Runter in die Kanalisation zu den anderen Ratten. Mein Platz ist unten in der Kanalisation bei den Ratten. Denn ich bin selber eine Ratte. Ich grüße euch, Ratten. Von oben komme ich her. Einst war ich ein Mensch, wie so viele andere auch. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich eine Ratte bin, so wie ihr welche seid. Und nur bei euch kann ich wirklich in Gleichgesinnte. Ich dachte, ich gehöre zu euch. Aber liebe Zuseher, ob unser Polizist seine Lektion lernen wird oder nicht, das steht in den Sternen geschrieben. Sehen wir zu, wie die Geschichte weitergeht. Lieber Cookie-Mann, was habe ich dir nur angetan? Ich wollte einen Rat von dir, aber ich bin klein. Hallo, kleiner Polizist. Ich gebe dir einen Ratschlag, aber nur einen, mein lieber kleiner Polizist. Nimm dies. Spiel das Lied, das aus deinem Herzen kommt, ehrlich und unberührt. Und du wirst deine Lektion lernen und ein Happy End finden. Ich spiele die Melodie, die aus meinem Herzen kommt. Oh Gott, ich bin kein Rassist mehr. Prost auf einen wunderbaren Film, das Beste, was die österreichische Filmlandschaft jemals gesehen hat. Bittinger, falls ihr unseren nächsten Film sponsern wollt, give us a call. Was wichtig ist, bevor ein Film auf neue Filmfestivals kommt, ist, dass er eine Variation an unabhängigen Kritiken hat, die man auf das Filmplakat kleben kann. Die besten unabhängigen Kritiker, die wir kennen, die sind in der Facebook-Gruppe Filmschaffende Österreich. Denn wenn du eine Meinung wählst, die durchdacht und... Jetzt brauchen wir nur noch eine artistisch prägnante Aussage, um die Leute zur Diskussion anzuregen. Wir haben den besten Festivalfilm aller Zeiten gemacht. Alle Preises und Palmen. Bitte nur ehrliche Kritik. Als richtiger Filmemacher fragt man um Kritik, aber man nimmt sie nie an. Und es kamen viele tolle Kritiken rein, sowie eine Promi-Kritik vom österreichischen Top-Kabarettist und Kultschauspieler Reinhard Novak, bekannt aus Filmen wie Muttertag und Hinterholz 8. Was hat er uns zu sagen? Damit kann man nicht verlieren. Zeit für Preise! Hast du bei der Biennale eingereicht? Ich habe bei der Biennale eingereicht. Oh. USA Film Festival. Ja. Das Tokyo Feature in your Film. Yes. Short Shorts Film Festival in Asia. Eingereicht. Estonian Shorts. Ja, sicher. Wo kann man für die Oscars einreichen? Oscars. Ist sicher Film Freeway, gell? Doch, ist Österreich ein Developing Country? Ja, sicher. Ja, oder? Da irgendwas entwickeln wir sicher. Zum Beispiel unsere Nummer 1 In- und Export. Nordic Competition. Ja, Sie in haben... Österreich gibt's Norden. Wir sind in 3 Kategorien dabei, das heißt, irgendwo müssen wir gewinnen. 3 Preise. Festival Nature sind wir jetzt auch dabei. Wir sind bei diesem spanischen Festival in jeder Kategorie dabei. Has your film already been screened in Italy? CC. Ja, Pittinger, das Beste. Sehr gut, wir haben jetzt einen Haufen Festivals, nämlich alle diese hier. Das war auch auf jeden Fall das Geld wert hier. Naja, das ist schon viel. Das ist mehr als Team Turbo einnimmt im Monat. Wir sind bereit, unsere wohlverdienten Preise entgegenzunehmen und freuen uns darauf, euch auch in Bälde bei einem dieser Festivals zu sehen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Teil des nächsten Tim Turbo Film Festivals sein und eure eigenen Werke einreichen, die wir nachher in einer Tim Turbo Oscar Gala Nacht alle präsentieren. Das, also, dann wird es ein richtiges Filmfestival mit mehreren Filmen. Gibt's was zu gewinnen? Dann reicht ein, bis zu diesem Datum hier, einen Film, den ihr selber gemacht habt, wurscht, ob mit Handy oder mit was auch immer. Die Länge sollte so ungefähr um 1 Minute sein. Ein Gegenstand muss drin vorkommen. Das ist der Gegenstand, der im Film vorkommen muss. Und diesen Satz müsst ihr auch in eurem Film einbauen. Der Satz ist, wow, sind das Spaghetti? Njam! Schickt uns diese Filme bis zu diesem Datum und wir machen nachher ein super tolles Filmfestival daraus. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auch auf die Enttäuschung, wenn niemand einen Film eingeschickt hat. Ja, ich auch. In dem Fall wird das sehr peinlich, dass dieser Teil im Video ist.